Botschaft unseres Herrn Jesus Christus, an ihr geliebte Tochter Lourdes Maria. 13. Januar 2016. Mein geliebtes Volk, ich biete euch die Erlösung und ihr missachtet sie. Ich rufe euch zur Erlösung auf und jeder Einzelne entscheidet, ob er sie annimmt oder ablehnt. Über meine Prophetin teile ich euch meinen Wunsch mit, dass alle gerettet werden, und gleichzeitig spreche ich von meiner Gerechtigkeit, wahrhaftig und gerecht. Für einige bin ich ein Geheimnis, weil sie sich weit weg von mir fühlen. Für andere bin ich ewige Wahrheit, für die nichts unmöglich ist. Jeder aus meinem Volk wird durch mich befragt, damit er sich in jedes Zeichen meiner Liebe für diese Generation vertieft, in der man sich nicht als Brüder ansieht. Mein Volk, bleibt aufmerksam, das jetzt, aber noch nicht, hat begonnen. Wer sich in dem Moment meinem Heiligen Geist hingibt, nimmt mich präsenter, lebendiger, pochender wahr. Ich bin Schauspieler und Zuschauer in der Geschichte der Erlösung der Menschheit im Neuen Testament. In der Geschichte, in der ich mein Volk dazu aufrufe, aktiv zu beten, damit es das Gebet mit seinen Brüdern teilt und ab diesem Moment wahre Evangelisten sein. Kinder, evangelisiert stets, damit niemand meinem Ruf zur Erlösung gegenüber gleichgültig bleibt. Jeder in meinem Volk ist eine Verlängerung meiner Taten auf der Erde, wenn ihr nach meinem Willen handelt. Auch wenn ich weiß, dass ich unbekannt bin und abgelehnt werde, hält meine Liebe vor keine meiner Kinder an, bis die Zeit bis zum Ende der Geschichte der Menschheit abgelaufen ist. Kinder, ich werde alle aufnehmen, die mit demütigen und zerknirschten Herzen zu mir kommen. Daher die Dringlichkeit meiner ständigen Nachrichten, die euch vor den Ereignissen dieser Generation warnen, damit ihr Buße tut und euch in meine Liebe und meine Barmherzigkeit vertieft. Durch die Liebe, mit der ihr mich anseht, ich weiß, dass heute die Liebe einigen unbekannt ist, die in das Weltliche mit seinen Werten eingetaucht sind, die das Intimste des Menschen eingenommen haben, um einen Willen vollständig zu verbergen, der im Menschen strahlte wie die Sonne am Mittagshimmel ausstrahlt. Meine Kinder stürzten sich auf die Moderne, und diese war das Werk derjenigen, die dem Antichristen auf der Erde die Bühne vorbereiten. So wie mein Volk sich gegen die Auserwählten meines Vaters auflehnte, die Propheten, so ignorieren sie heute den, der sie in Erfüllung meines Willens warnt, und ignorieren das Wissen, das ich in jede meiner Anrufe offenbart habe, aus Liebe zu denjenigen, die weiterhin an mich glauben. Geliebte Priester, die mein Volk von den Altären ausleiten, warnt es vor dem Unwissen, das mein Volk von mir hat. Sie können nicht lieben, wen sie nicht kennen, sie können nicht lieben angesichts der Missachtung jeder meiner Warnungen, Anrufungen und meiner Liebe, damit sie nicht auf die Versuchung von Fehlverhalten und bösen Taten hineinfallen. Erklärt meinem Volk, dass es sich in die Erklärung meiner Liebe zur Menschheit vertiefen und nicht den Unterdrücker, den Betrüger, den Imitator meiner Liebe aufsteigen lassen darf. Ihr wisst, dass der Antichrist kommt, um den großen spirituellen Kampf zu entfachen, in dem meine Gläubigen verfolgt werden, um ihnen Angst und Zweifel einzuflößen, damit sie mich verleugnen. Diese Generation wird mit der großen Glaubensprüfung konfrontiert werden, bei der die Spreu vom Weizen getrennt wird, das heißt, diejenigen, die mich kennen und mich nicht aufgeben, und diejenigen, die inmitten sich meines Volkes wie Wölfe im Schafspelz aufhalten, um sie von mir wegzubringen und dem Bösen auszuliefern. Mein geliebtes Volk, die Menschheit ist aufgerufen, sich vorzubereiten, und wenn ihr Gerüchte über Krieg hört, seht ihr nicht den Terror, dessen Sklave die Welt ist. Bittet, mein geliebtes Volk, betet für das Heil der Seelen. Bittet jetzt für den Osten der Vereinigten Staaten, die Sünde herrscht in einigen Staaten. Bittet, geliebtes Volk, die Erde wird weiterhin stark beben, das Wasser der Meere wird aufgewühlt und die Menschheit wird einigen Tsunamis ausgesetzt. Als König verbleibe ich mit Traurigkeit in meinem Herzen. Ihr lebt in einer Hackordnung. Einige Menschen bringen den Tod in ihren Händen und entreißen denjenigen das Leben, die nicht denken wie sie, und der Terrorismus hält die Menschheit in ständiger Unsicherheit. Bittet, mein Volk, betet, Italien wird darunter leiden. Die Menschheit wird leben, ohne die Nacht zu genießen. Die Regierungen werden ihre Einwohner bei Einbruch der Dunkelheit in den Häusern halten,
um zu versuchen, die Angst vor Terrorismus zu beruhigen. Der gewissenlose Mensch entwickelt ein beispielloses Böses, die große Bedrohung für die Menschheit selbst. Der Kommunismus wird seine Waffen zu verwenden, um die Weltherrschaft zu ergreifen und sich das Schaffell abziehen, er wird die Menschheit verletzen und vergessen, dass, wer die kleinen Leute zu Fall bringt, die an mich glauben, sollte am besten mit dem Hals an einen Mühlstein gebunden werden, wie die von einem Esel gezogen werden, damit er in der Tiefe des Meeres versinkt. Matthäus 18,6. Einige mächtige Präsidenten der Nationen haben ihre Verstecke gebaut, wohl wissend um den bevorstehenden Kampf um die Macht. Sie glauben, sie haben Sicherheit, um ihr Leben zu bewahren. Sie haben vergessen, dass ich der Herr des Lebens bin. Mein Volk braucht keine Schutzräume unter der Erde. Mein Volk wird durch meine Legionen geschützt. Nichts wird sicher sein ohne meinen Segen. Mein geliebtes Volk, die Wirtschaft verbleibt in Händen der Elite. Mein Volk kennt mich und ist sich meiner Macht bewusst, die über allen Mächten steht. Ich bin der Allmächtige. Ihr habt vergessen, dass derjenige, der einem meiner Kinder schadet, besser nie geboren worden wäre. Die Einheitswährung wird die Geschicke der Menschheit übernehmen, ich werde mein Volk so ernähren wie ich die Vögel ernähre. Ich sende meinem Volk, das durch den Antichristen und seine Verbündeten verletzt ist, meinen Schutz. Dieser sei Stütze, Licht und Führung auf meinem Weg bis zu unserem Zusammentreffen. Bittet für den, der Beschützer meines Volkes sein wird. Erhalte den Glauben, seid nicht schwach, kommt zu mir, vertieft euch in diese Erklärung meiner Liebe, trinkt dieses mein Wort, nährt euch von ihm, damit sie euch nicht schlafend erwischen. Kommt zu mir, um euch in der Eucharistie zu nähren, erweitert das Gebet auf eure Brüder, damit es nicht nur um euer Heil geht. Wer nur für sich selbst weiß, trägt keine Früchte, er ist wie der Feigenbaum. Lernt mein Volk in der Heiligen Schrift kennen und lernt dieses mein Wort kennen, das euch warnt. Geliebte Kinder, ich rufe euch auf, aufmerksam zu bleiben, nicht die Aufmerksamkeit für das Weltgeschehen zu vernachlässigen. Ich rufe euch, ich warne euch, ich mahne euch, ich schütze euch, ich liebe euch. Mein Volk, mein geliebtes Volk, vergesst nicht, ich bin der, der ist. Ex 3.14. Mein Segen ist mit meinen Gläubigen und all jenen, die zu meiner Barmherzigkeit kommen. Ich liebe euch, euer Jesus. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. Kommentar des Mediums. Brüder und Schwestern, unser König und Herr betont, dass er das Geheimnis der unendlichen Liebe ist. Denn nur durch Liebe wird der Mensch mehr zu Christus und weniger zum Weltlichen gehören. Inmitten der Verwirrung der Ideologien und falschen Lehren, die den Menschen in dieser Zeit beschäftigt, muss der Sohn Gottes nicht nur weiterhin im Gebet aktiv bleiben, sondern aufmerksam für alle Ereignisse in der Welt sein, damit er keine Modernismen darin akzeptiert, was Gott der Vater für seine Kinder aufgestellt hat. Christus sagt mir, dass der Mensch Gottes heute ein echter Jünger sein muss und sich die Erfüllung dieses großen Auftrags zum Ziel setzen, damit das Herz des Menschen nicht in den Entwicklungen stecken bleibt, die die Modernismen als vom Haus des Vaters erlaubt darstellen, Modernismen, die jedoch nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Christus betonte bei der Übermittlung dieser Botschaft, dass der Glaube wachsen muss. Aber es ist die Aufgabe von jedem von uns, Spiritualität auszuüben und uns ihm zu nähern, indem wir ihn in der Eucharistie empfangen, Quelle aller Segnungen, wenn sie korrekt vorbereitet empfangen wird und Jesus im Allerheiligsten besucht wird, und indem man Stück für Stück ein Teil dieses Abbilds der Liebe Christi und der heiligen Gottesmutter wird, wozu wir alle aufgerufen sind. Der Mensch muss entschlossen sein und das Wort Gottes in der Heiligen Schrift kennen und wissen, was Christus uns in diesen Appellen an die gesamte Menschheit übermittelt, damit er diese Botschaften nicht nur liest, sondern erkennt und im Alltag umsetzt. So verstärken sie die Praxis der Lehren und Wünsche des Himmels. Der Mensch behauptet sich in einem Gelände, das ihm bereits nicht mehr so gleichgültig ist oder das er fürchtet, sondern er vertraut immer mehr auf die Bitten Christi und der heiligen Gottesmutter und nähert sich immer mehr dem Willen Gottes und ist sich bewusster, dass die Erlösung nicht nur einige wenigen vorbehalten ist,
sondern für jeden zugänglich ist. Brüder, es sind keine einfachen Zeiten für die Menschheit. Der Christ muss heute einen Unterschied machen, er muss Beten und Handlung sein, er muss das Gebet ständig leben, um dieser göttlichen Liebe Bewegung zu geben, damit das Herz schlägt und nicht stagniert, sondern sich weiterdreht, bis der größte Teil unserer Brüder erreicht ist. Sich hinsichtlich des Weltgeschehens und der Konflikte der Welt auf dem Laufenden zu halten erweitert das Panorama, die archaische Mentalität, die einige mit sich herumtragen, die Zeichen leugnen, die sich vor dieser Generation befinden, aber vor allem bringt es den Menschen dazu, auf seinem Weg innezuhalten und zu meditieren. Was passiert heute? Wie ist mein Glaube? Was gebe ich Christus und der Gottesmutter? Wie kann ich im Plan der Erlösung helfen? Bin ich für Christus oder die Welt? Nehme ich das Heil oder Verdammnis an? Es ist gut, sich selbst zu konfrontieren und damit seine eigene Wirklichkeit anzusehen und aufzuwachen, daran denkend, dass der Feind der Seele keinerlei Mitleid mit dem Menschen hat. Amen.